was du als Coach und Trainer unbedingt beachten solltest. Ich glaube, das Erste, das du beachten solltest, ist wirklich hinzuschauen, was ist deine Dienstleistung wirklich wert. Und ich glaube, sie ist viel, viel mehr wert, als dir vielleicht jetzt bewusst ist. Was verändert sie im Leben deines Kunden? Schau da einfach mal hin, was ist bisher schon passiert bei deinem Kunden? Welche lebensverändernden Dinge haben sich bei deinem Kunden ergeben? Also von daher, schau dir wirklich erstmal an, wie kannst du skalieren? Und es bedeutet, dass du möglicherweise, wenn du 1:1 Coaching machst, umstellst, oder nicht nur umstellst, sondern ergänzt mit einem Online-Coaching-Gruppenprogramm. Dass du offen bist für neue Möglichkeiten. Zu schauen, was ist möglich, dass es deinen Kunden leichter macht und dass es dir leichter macht. Und was du, denke ich, immer beachten darfst und kannst in deinem Business, ist zu schauen, dass du nicht nur einmalig dem Kunden hilfst, also ein paar Wochen und du ihn begleitest und dass du nicht nur einmalig auch Geld verdienst, sondern dass du eine Kombination hast für deinen Kunden und auch für dich. Eine Kombination von aktivem und passivem Einkommen. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast ein Programm, das wirklich Leben verändert, dann ist es etwas, das einfach genial ist für deine Kunden. Und wo du einmal einen bestimmten Betrag dafür bekommst, ob das 100 oder 1000 oder was auch immer. Wenn du allerdings dem Kunden die Möglichkeit gibst, dass er nicht nur, ja, ich sage jetzt mal, mit deinem Programm was verändert in seinem Leben, in seinem Business, sondern auch selber frei werden kann. Auch selber wirklich langfristig einen Gewinn hat. Dann coachst du sozusagen einen Kunden, bringst ihn zum Erfolg, zu seinen Zielen, hilfst ihm, seine Ziele zu verwirklichen und bekommst nicht nur einmalig einen gewissen Betrag, sondern Monat für Monat für Monat, möglicherweise ein Leben lang. Und auch das können ein paar hundert bis ein paar tausend Euro pro Monat pro Kunde sein. Also schau von daher hin, was ist wichtig für dich? Was ist dein Programm wert? Welchen Nutzen hat der Kunde davon? Wie kannst du es so umgestalten, dass der Kunde noch mehr davon hat, dass er sich zum Beispiel Anfahrten spart, dass er wirklich umfassende Begleitung, Betreuung hat? Wie kannst du für dich selber hier das optimieren? Und wie kannst du es kombinieren mit einem residualen, also einem wiederkehrenden Einkommen, sodass auch wenn du mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr auf Weltreise gehen magst, für deine Enkel da sein möchtest, für deine Eltern, für was auch immer das möglich ist. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gern. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du, ja, hinschaust, wie kannst du noch